Hallo, hallo Hansa-Fans, hier wird geluschert hinter mir. Quiz-Taxi-Folge Nummer 9, heute mit zwei Wunschmitspielern im Übrigen. Rechts von mir Pascal Breyer, gewünscht von euch zu Hause, also am häufigsten, wann ist endlich der Pascal dran und kann er? Ja, hier steht er. Und Wunschmitspieler Nummer 2, Dirk Orleshausen, der Wunsch kam aus der Mannschaft. Ich darf nicht verraten, wer dich denn gewünscht hat, weil derjenige hat Angst, dass er eine extra Schicht schieben muss. Du kannst es dir denken, ja? Dann ist es ja einer von meinen drei Leuten, aber wer traut sich das? Dafür, dass ich Wunschmitspieler war oder Wunschkandidat, muss ich sagen, kam das aber relativ kurzfristig. Ja, ne, ich musste irgendwie gucken, sagt einer aus dem Trainerteam, wen möchte, sagt, nee, derjenige passt. Ne, dem ist es auch egal, wenn die Frage mal nicht oder die Antwort nicht so richtig ist. Also insofern, Orle. Ne? Dafür hast du ja einen gut vorbereiteten Mitspieler. Pascal, wir rocken das hier heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, ob ich so gut vorbereitet bin. Die Fragen sind nicht immer ganz einfach, habe ich gesehen. Ja, Orle hat ja schon geluschert ein bisschen. Also, ich bin gespannt. Los geht's. Also, Abfahrt hier aus dem Ostseestadion. Wir fangen natürlich wie immer leicht an. Eine Frage, die für euch... Kühlungsborn bitte, ja. Einmal 35 Spitzenspiel, 19 Uhr. Kühlungsborn gegen Sievershagen. Selbstverständlich. Sind wir pünktlich denn da, sofern du dann... Oh, hier, da kann ich gar nicht durch. Sofern du dann alle Fragen gleich wie aus der Pistole geschossen richtig beantwortest. Und hier kommt die Frage Nummer 1, Kategorie Rostock. Der Rostocker Greif ist eine Kombination aus A. Löwe und Adler, B. Tiger und Falke, C. Bär und Habicht oder D. Leopard und Eule. Liest du jetzt alles vor oder kriegen wir das hier auf dem Bildschirm? Ihr kriegt das. Kriegen wir einen Bildschirm? Ja, ich glaube, das hast du jetzt gerade schon vorgelesen im Auto, ne? Oder wo wir vorne standen. Das ist Adler und Löwe. Adler und Löwe, logisch. Statistik, zweite Bundesliga. Sich sehr doch geluschert. Hier, das ist das besser hier haben wir geluschert, hier auf dem Anzeigezeichen. Da ist er doch. Was ist das hier? Da ist er doch. Also, Löwe und Adler, sag ich. Quasi bist du damit einverstanden. Ja. Gut, sie loggen ein, sie nehmen Löwe und Adler und natürlich, selbstverständlich ist Löwe und Adler richtig. Der erste Punkt ist eingefahren. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du fast gleich wieder auf den Rückweg machen, so schnell wie es geht. Es bleibt ja nicht so einfach. Frage 2. So. Kategorie Statistik, zweite Bundesliga und auch damit werde ich euch hier keine Schweißperlen auf die Stirn treiben, denke ich mal. In wie vielen Auswärtsspielen der zweiten Bundesliga hat der FC Hansa in dieser Saison kein Gegentor kassiert? Oh, fuck. Sind es A 3, B 4, C 5 oder D 6 Spiele gewesen? Auswärts. Auswärtsspiele. Natürlich. Dafür haben wir den Torwarttrainer hier drin. Ich interessiere mich eigentlich nicht so für Fußball. Was haben wir denn? In Hannover 1. Ja, 3-0. Das war toll. Kiel. 2-0. Nicht schlecht. Das war Hinrunde, hat man nicht so viele. Es waren sogar, glaube ich, die einzigen zwei. Dann haben wir Rückrunde, haben wir in Sandhausen. Ja, 1-0. Korrekt. In Sandhausen. Dann haben wir jetzt gerade gespielt. Ingolstadt. Ingolstadt? 0-0. Sind wir bei 4. Was war? 2, 3? 3, 4, 5 oder 6. Was haben wir zu Hause? Nur Auswärtsspiele. Ja, aber da kann ich ja runterbrechen. Wir haben 7 mal zu 0 gespielt. Quasi. Straff dich, Junge. Komm. Ja, Paderborn war auch. Also wenn wir Paderborn zu Hause und ja, dann haben wir auf jeden Fall nicht 6 mal gespielt. Das können wir schon mal ausschießen. 3 können wir auch ausschießen. Also 4 oder 5? Ich sag 4. Wenn du das sagst. Schön. Lass mich alleine sterben. Ja. 4. 4. 4. Orle sagt, 4 Auswärtsspiele wurden zu 0 bestritten. Er hat die 4 auch aufgezählt. Und das 5:0 Spiel auswärts, das gab es nicht. Die 4 ist richtig. Dafür haben wir den Orle hier mit an Bord. Punkt Nummer 2. Sehr schön. Gut, wir steigern uns langsam mit dem Schwierigkeitsgrad. Kategorie Hansa Intim. Jetzt bin ich gespannt, Orle. Da bin ich eigentlich raus. Wer von den folgenden Personen, nee, da bist du gar nicht raus, wer von den folgenden Personen ist der Älteste? A. Cheftrainer Jens Hertel, B. Co-Trainer Ronny Thielemann, C. Busfahrer Axel Rietentiet oder D. Torwarttrainer Dirk Orleshausen. Wer von den 4 Personen
ist der Älteste. Also ich sag mal so, wenn ich weiter hier so zusammenarbeite, bin ich wahrscheinlich der Älteste. Oder Dieter. Ist nicht und Ronny auch nicht, oder? Bussi oder Jens. Oh fuck, wann hatten die denn? Also Orle kann es nicht sein? Jetzt kriege ich ja zu lange Arme weg. Sein Arme. Wie alt ist denn Jens? 52? Rite? Rite ist die Frage. Ihr habt einen 50-50-Joker, das heißt, wir können anhalten und jemanden fragen, ja, und ihr habt einen Telefon-Joker dafür. Für 7 Fragen, jetzt seid ihr bei der dritten, da kann man doch mal einen Joker raushauen. Ja, ihr könnt ja Rita anrufen und fragen, bist du älter als der Jens oder nicht? Der weiß das bestimmt. Boah, ich würde Rita sagen. Soll ich es riskieren oder 50-50? Was sagst du? 50-50 da vorne? Das ist natürlich schwierig. Das ist schon eine knappe Angelegenheit. Vielleicht sollte man das Wer sagt denn hier, wer schmeißt denn die 50-50 raus? Die zwei? Ich, das steht auch schon vorher fest. Das steht schon vorher fest, was rausgeschmissen wird. Ich suche mir jetzt nicht aus. Macht das Sinn, wenn wir das nehmen jetzt? Oder? Ja, Mann. Es drei ist Joker. Halt, vier Fragen, stehen. Drei Joker. Ja, bei der letzten nützt euch sowieso nichts. Kein Joker was. Also, wenn man sich nicht die ganz letzte sicher... Die letzte nützt uns nichts? Kein Joker? Also haben wir jetzt 3 Fragen, 3 Joker noch, sozusagen. Genau. 4. Ja. Komm, dann hau ihn weg. Was für einen Joker möchtet ihr? Möchtet ihr jemanden anrufen? Einen 50-50-Joker oder einen Passanten? Nee, anrufen möchte ich nicht. 50-50. Komm, hau 50-50 weg. Und beim 50-50 fliegen raus C und D. Übrig bleiben A und B. Trainer. Sicher? Tatsächlich. Der Jens ist auf jeden Fall älter als Ronny. Also ihr lockt ein A, Jens Hertel. Jupp. Korrekt. Und die Antwort A ist richtig. Der dritte Punkt. Und Pasi, du hattest recht, die liegen nur einen Monat auseinander. Ein Monat? Ein Monat. Ganz, ganz eng. Doch alles die richtig Geschichte. Ja, zum Glück hast du die 50-50-Joker. Richtig, gut eingesetzt. Wenn wir etwas angefragt hätten, der hätte wahrscheinlich jeder gut gesagt. Der hätte Dirk Orleshausen gesagt. Wer ist das? Wer ist denn das? Also einer im Juni, einer im Juli. Gut, 3 Fragen, 3 Punkte, das läuft doch schon mal gut. Jetzt kommt dann meine Lieblingskategorie. Die Kategorie ist Plattdeutsch. Natürlich, ja. Und die Frage ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt auch ein ganz kurzes Wort. Wer oder was ist ein Püdig? Ist es A, ein Ziegelstein, B, ein Wurm, C, ein Kinnhaken oder ist es D, ein Baby? Wer oder was ist ein Püdig? Das ist meine Große, die will immer Pudding essen und die sagt auch immer Pudding. Aber es kommt nicht vor. Püdig. Ja, müssen wir auf jeden Fall jemand anrufen. Wollen wir einen anfangen? Aber ja, auch das da ist püttig. Immer schwierig, ne? Also. Ja, komm, dann ruf mal an. Weißt du ja Bescheid? Ja, ich habe ihm schon Bescheid gegeben. Also. Wenn Plattdeutsch kommt. Ja. Okay. Wir sprechen mit ihm. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Der räumt gerade die Wäsche ein. Du hast ihm Bescheid gegeben, ist klar, quasi. Ja, klar, der räumt die Wäsche ein. Den können wir noch anrufen. Das ist ja. Ich hab keinen Plattdeutschen. Ihr könnt ja auch einfach raten. Ja, was willst du denn da raten? Püdig. Dachziegel? Ich hab einen Dachdecker. Ich ruf den mal an. Schärf, der kommt von hier oben. Der spricht auch so ein bisschen. Tobi, grüß dich! Na? Hast du schon frei? Ich bin im Begriff, die Arbeitsstelle zu verlassen. Das ist sehr schön. Du, kurze Frage, bevor wir uns nachher sehen. Ich sitze hier im Quiz-Taxi. Ja. Ja? Du bist live. Du bist live. Ich bin live, ja. Okay. So, Plattdeutsch. Wie gut kennst du dich da aus? Nicht wirklich gut. Oh, du redest immer so. Sprechen, verstehen oder was möchtest du? Wir suchen den Begriff. Wer oder was ist ein Püttig? Warte mal, ein Püttig? Ja, also P-U-D-D-I-K. Püttig. Ein Püttig. Ist das ein Ziegelstein, ein Wurm, ein Kinnhaken oder ein Baby? Ein Püttig. Püttig.
Nee, mach ruhig, mach ruhig. Du kannst, du kannst auch noch eine Enzyklopädie aufschlagen, wenn du willst. Er kann gerne googeln, das findet er nicht. Das habe ich einkalkuliert. Er sitzt vor dem PC und sucht. Siehste, such ruhig, du findest es nicht. Oh, das ein Baggerlute, das gibt's gar nicht, doch. Voll erwischt. Hast du keinen Kollegen? Hast du einen Insassen, der. Ist das geil, der sucht am PC. Oh, herrlich. Ja, Operation Hinkelstein, sag ich da nur. Ja. Wir sehen uns heute Abend, Tobi. Dann kannst du mir die Lösung gerne mitteilen. Mach ich. Okay. Bis daher. Ciao, ciao. Danke. Ey, das ist nix, ey. Oh, ist das cool. Sie ja, googeln das. Wir wissen es auch nicht, oder? Sollen wir das nehmen? Bitte. Wie nennt sich, wenn der Kleine, so kleine Kinder nennen doch immer Lütten. Lütten, ne? Pissbüdel, der Lütte, ja. Der kleine Lütte. Der Pissbüdel, das ist der kleine Junge. Hatten wir letztens. Und was ist Lütte? Lütte ist da auch so. Lütten. Manche sagen doch, ich hole den Lütten ab. Jo. Den kleinen. Dann nehmen wir das Baby weg. Komm. Piddig. Aber wenn Lütte, dann nochmal Baby. Ziegelstein. Nee. Sollen wir das nehmen? Komm, dann nehmen wir Ziegelstein. Ja, komm. Ja? Look rein. Ihr entscheidet euch für A, den Ziegelstein. Ist schon wieder A. Und A, der Ziegelstein, ist leider falsch. Klassiker. Ein Pudding braucht der Angler. Ich sag doch, hey, hätten wir Andy erreicht, dann das den Haken dran zu tun. Andy hätte es gewusst, tatsächlich. Wir sind ja gut vorbereitet. Hast du gesagt, dass wir morgen haben? Hast du ihm gesagt, wir machen morgen Quiz-Taxi? Der muss doch jetzt deine dreckige Wäsche waschen. Also definitiv, das hätte Andy wirklich gewusst, dass du gehst. Ich auch so. Na gut, aber wir wollen ja nicht verzweifeln. Ne? Das war die Plattdeutschfrage, ist immer die mit die schwerste. Alle anderen wisst ihr nämlich, weil Frage 5. Wie heißt der Titel? Also es geht, die Kategorie ist Hansa-Literatur und ihr seid ja sehr belesen. Wie heißt der Titel eines unter Hansa-Fans gut bekannten Buches von Björn Achenbach? Ist es A. 11 weiß-blaue Halunken oder B. Heimathafen Ostseestadion oder ist es C. Hansa ist mein Leben oder ist es D. Vorwärts HRO? So, auf den ersten Blick würde ich Vorwärts HRO, weil es singen die auch immer. Ich habe doch sehr beliebtes Lied, oder? Ja. Weil wir hier wahrscheinlich keinen Passanten-Joker finden in dem Stau, dürft ihr natürlich noch einen zweiten anrufen, wenn ihr euch dort Hilfe braucht. Oder ab und zu singen die das doch. Ich glaube, mit Fangesingen, das auf jeden Fall was mit HRO. Da höre ich nichts. Wurde auch über Hansa vertrieben, das Buch. Also über Hansa könnten das einige wissen. Über Hansa wurde. Ha, Andi! Ja, gut. Jetzt kannst du mal sehen, ob er. Andi, mein Freund, grüß dich! Lautsprecher. Lautsprecher. Andi, ich habe dich auf Lautsprecher gestellt. Du sag mal, der Pasi hat dir doch gesagt, dass er irgendwann mal im Quiz-Taxi sitzt. Ja. Wann soll denn das gewesen sein? Morgen? Heute. Ja, okay. Nee, wir sitzen nämlich gerade drin und als wir dich gebraucht haben, war dein Telefon aus. Oder kein Empfang. Das hättest du ganz sicher gewusst. Ja, kein Empfang. Ach so. Denn ich bin ja unten. Aber, da im Quiz, wir sitzen ja noch drin und da du mich jetzt angerufen hast, kann ich das ja nicht als Joker zählen lassen. Das ist so eine Grauzone hier im Regelwerk. Hansa Literatur. Hier gibt es so ein Buch für Hansa-Fans. Von Björn Achenbach. Ja. Weißt du, wie das heißt? Also 11 weiß-blaue Halunken, Heimathafen Ostseestadion, Hansa ist mein Leben oder Vorwärts HRO? Hansa ist mein Leben. Sicher? Ganz sicher. Ja, dann locken wir das doch ein und haben nicht mal einen Joker gebraucht. Andi, die Frage davor hättest du ganz sicher gewusst. Deine Frage wäre eigentlich gewesen, was ist ein Püdig? Was? Ein Püdig. Plattdeutsch. Also Plattdeutsch. P. Ja. Also ein Ziegelstein, ein Wurm, was war's? Ein Baby. Ein Baby und noch irgendwas. Noch irgendwas Falsches. Ich würde sagen Baby. Oh. Gut. Gut, dass du keinen Empfang hattest. Oder hast du es jetzt angerufen? Es war ein Wurm. Du hast alte Angler. Andi, Weltklasse. Peter, viel Sehen mich zurück. Alles klar, danke. Ich danke dir. Ciao, ciao. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Also gut, nehmen wir C. Ihr nehmt C, Hansa ist mein Leben und der Telefonjoker hat gestochen. Die Antwort ist richtig. So, 4 Punkte eingebracht.
ist es dasselbe. Der ist gut. Gut. Und du sagst ja Grauzone im Regelwerk. Und jetzt wird es natürlich besonders spannend, weil vom Bundesliga-Schiedsrichter Florian Lechner kommt immer die Frage Nummer 6 hier. Und die ist aus der Kategorie Regelwerk. Ein beliebiges Zweitliga-Punktspiel im Ostseestadion. Der Schiedsrichter pfeift die Partie pünktlich in der 90. Minute ab. Sofort läuft der Schiedsrichterassistent zum Schiri und sagt: Mensch, kurz bevor du abgepfiffen hast, hat ein Verteidiger den Pascal Breyer im eigenen Strafraum mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Was entscheidet der Schiedsrichter nach aktuellem Regelwerk? Entscheidet er A. rote Karte und Meldung im Spielbericht. Entscheidet er B. Zurücknahme des Schlusspfiffes. Die Mannschaften müssen auf dem Spielfeld bleiben zur Klärung des Sachverhaltes. Entscheidet er C. rote Karte und Strafstoß. Oder entscheidet er D. Meldung im Spielbericht. Eine Entscheidung über die Bestrafung erfolgt dann durch das DFB-Sportgericht. Boah. Was entscheidet der Schiedsrichter nach aktuellem Regelwerk? Also ich glaube, wenn abgepfiffen ist, ist abgepfiffen. Aber und du kannst noch so lange bestraft werden nach Abpfiff, solange der Schiedsrichter auf dem... Nee, solange du das Trikot anhast, glaube ich. Schnell das Trikot ausziehen. Ja, selbst wenn du in Richtung Kabine läufst und das Trikot noch anhast, kann er ja, den Gang aufbauen. Deswegen geht der Schiedsrichter eigentlich immer zuletzt vom Platz. Damit alle drin sind, weil er kann so lange bestrafen, bis er dann, glaube ich, noch auf dem Platz steht. Und wenn er dann beleidigt wird, kann er die roten Karten immer noch verteilen. Meine ich. Also ich würde tippen. Also beim Afrika Cup war das, glaube ich, war ein Spiel, das wurde in der 87. Minute abgepfiffen, glaube ich, oder in der 85. Mhm. Wurde nochmal angepfiffen und wurde nochmal zu früh abgepfiffen. Ach so. Deswegen. Das habe ich gelesen. Könnte es eventuell auch sein. B, aber es ist die Frage, ob, weil es schon die 90. war, ob er dann nicht mehr anpfeifen muss und weil er da zu früh abgepfiffen hat, dass er dann nochmal weiter spielen lassen kann. Ich sag D. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie auf D. Ich würde B sagen. Ja, jetzt haben wir einen Salat. Komm, schnick was aus. Schnick was aus. Du B, ich D. Komm. Olle, du warst mit deiner Begründung. Schnick, schnack, schnuck. D. Olle war mit seiner Begründung eigentlich schon relativ in die richtige Richtung. Aber? Ja, ich. Also D ist falsch. Man muss schon nochmal gucken. Also du hast schon durchaus recht mit dem Schiedsrichter und warum er so lange draußen bleibt. Das ist schon nicht so schlecht, Orle. Also was ist? Also wir haben D eingeloggt. Ich habe Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen. Ja, Pasi muss ja zustimmen, ob ihr D. Aber also, er hat Schnick, Schnack, Schnuck verloren. Da gibt es keine Zustimmung. Spiel ist verloren, ich entscheide. D ist leider falsch. Die richtige Antwort ist C. Rote Karte und Strafstoß. Ehrlich? Er darf persönliche Strafen noch so lange verteilen, wie er auf dem Feld ist. Aber erstmal das Spiel wieder anpfeifen dann. Oder nein, weiterlaufen lassen, wenn das... Nein, er darf nach Schlusspfiff noch die Bestrafung geben. Er darf den Strafstoß ausführen lassen, aber ohne Nachschuss, ohne alles, ist es sofort vorbei. Also gut, aber ihr habt noch alle Möglichkeiten, jetzt auf die fünfte richtige Antwort zu kommen, weil ihr habt da einen einfachen Namen bekommen. Orle, das ist eine Kategorie, die alle Teams auch zur Verfügung hatten. Es geht um Spielernamen aus unserem Team, um aktuelle Spielernamen. Du musst mir einfach nur sagen, oder ihr müsst mir sagen, um welchen Spieler es sich handelt. Das Problem dabei ist, Marat hat ihn rückwärts eingesprochen. Und ihr dürft es jetzt abspielen hier und dann sagen, wer ist das? Amui. Wer ist dieser Spieler? Amui. Arno ist... Anu. Aber das erste. Anu ist Hanu. Aber es ist erst der Nachname, Anu, oder? Richtig. Ist nur ein Nachname? Nee. Anu. Aber sie fängt mit dem Nachnamen an und geht dann zum Vornamen. Anu. Nissen. Hä? Meise ist da besonders gut drin. Du kannst ihm den ja mal vorspielen hier. Meise! Gut, dass du gerade hier bist. Deine Lieblingskategorie, Meise. Der Name rückwärts, wer ist das? Amui. Warst du schon? Warst du schon, ja. Nochmal? Amui.
Sna am Schluss ans. Ans am Schluss. Welche kurzen Namen haben wir denn? Lars Meier, Jonas Mann. Jonas. Jonas. Jonas, haben wir einen Jonas? Nee, der heißt Jonathan. Okay. Meier heißt du. Rich, Alter. Nee, okay, ihr könnt eure Teambindung. Okay. Warte. Okay. 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 Sna. Hey, fängt jemand mit E an? Sna. Ans. Nee, das ist Training. Name rückwärts Ans. Aus eurem Profiteam. Sie wissen es nicht. Ans am Schluss. Plus. Sehen Sie was? Ich hab's gar keine Ahnung. Anu. Alter, du musst noch nach Kühlung bauen. Jetzt müsst ihr irgendwann. Du bist nah an, oder? Theo Martens, aber. Oder Jens hat. Aber Anu, ja, A. Dann nehmt jetzt einen Namen. Das, ne? Jens, ja. So, sag irgendwas. Also, einen Namen jetzt bitte. Und Meise kann bei der Auflösung gleich mit dabei bleiben. Snabui. Also, wen tippst du? Snabui. Dann einfach irgendeinen sagen. Meise hat letztes Mal den richtigen gehabt und hat sich nicht getraut, ihn auszusprechen. Ja, also, weil er nebendran gesessen hat und ich ihn gefragt habe, ist es Rosbach? Und er sagt nein. Also lieber einen tippen, bevor du gar nichts sagst. Jonas Meier. Sag Jonas Meier. Also wenn das Ans, dann ist ja Theo Martens. Aber Martens ist ja. Das kommt ja gleich am Anfang, was wir hier hören. Ist ein Sn. Ja, komm, mach's mal mit Theo. Aber es ist kein T, hörst du halt nicht mehr. Sna ist ein Ans. Also, welchen Namen lockt ihr ein? Wir können Thomas Meissner, Rich Munsi, Pascal Breyer einlocken oder Theo Martens. Sollen wir Theo nehmen oder? Ich habe gar keine Ahnung. Wir nehmen Theo. Sie entscheiden sich für Theo Martens. Bitte einmal weiter wischen und dann kommt die Auflösung. Theo Martens. Ja! Ins Ans, ne? Oh, ins Ans. Oh. Stark, Jungs. Wir haben es geschafft. Ich muss hier auch weiterfahren, weil hinter uns ist schon Stau. Ah. Aber das ist ja. Wait, wait, Theo. Ja, aber. Das Theo hörst du halt gar nicht. Das ist ein Arno. Aber dieses und das Arno ist. Ach, ist das von Gunnar? Nein, der ist noch schwerer. Und das ist Marit, Gunnar, der Name ist einfach nur rückwärts abgespielt. Marit hat ihn vorwärts eingesprochen und wir haben ihn nur rückwärts eingespielt. Das heißt, damit auch wirklich nicht irgendwie eine falsche Betonung ist. Ah, so. Puh, das gemacht. Sehr gut. Was haben wir? Wir haben fünf Punkte, fünf schwer erkämpfte Punkte. Das ist top, vor allen Dingen Orle, weil es gibt ja Geld für den guten Zweck und wir werden gleich auslosen. Wie, ich kriege hier nichts? Das ist ein Gewinnspiel, was wir hier machen. Wieso kriege ich ja nichts? Doch, ich komme da gar nicht lang. Ja, selber schuld. Ab 7. Jetzt fährst du auch noch mal außen rum. Ja, ab 7 richtigen hättest du das Auto gegeben, ne? So, das war Quiz-Taxi-Sendung Nummer 9. Bin fix und fertig hier, aber wir haben uns auf Theo Martens geeinigt. Wir sind auf 5 richtige Antworten gekommen. Das heißt, 5 mal 20 Euro, 100 Euro für den guten Zweck. Sie gehen heute an, wir lassen Parsi ziehen. Ja, dass ich auch was gemacht habe. Dass er auch was gemacht hat. Der ist für mich? Kommt drauf an, müssen wir mal gucken. Suppenküche Südstadt. Wohlt geht an Wohltat e.V., die Suppenküche in der Südstadt. Für Bedürftige wird dort Essen gekocht. Ihr dürft euch über 100 zusätzliche Euro freuen. Haben die beiden hier wirklich fair und hart erspielt. Also insofern herzlichen Glückwunsch an euch. Kann man mal so klatschen, ne? Kann man natürlich gerne auch klatschen. So, und Orle, du hast schon gesagt, 5 von 7, das reicht dir nicht. Du würdest gerne noch ein zweites Mal kommen. Ja, natürlich. Also 5 von 7, wenn ich höre, dass nur ein Team besser war und fast alle anderen Teams auch 5, dann sind wir ja nur Mittelmaß. Und mit Mittelmaß geben wir uns nicht zufrieden. Geben wir uns nicht mehr zufrieden. Klassenerhalt, die Saison und Mittelmaß, wir wollen mehr. Also, wir freuen uns dann auf neue Folgen vom Quiz-Taxi. Vielleicht dann ja wieder mit Dirk Orleshausen, der hat sich ja hier beworben. Und vielleicht, Parsi, bist du auch wieder mit dabei. Spaß gemacht hat es uns hier zumindest. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Also, bis bald von dieser Stelle. Ahoi, ciao. Ciao. Kannst du mal hinten Fenster aufmachen? Ja, Moment. Ey, Glatte! Hast du nicht für umsonst gemacht. Mich hier ins Quiz-Taxi reinzureden, hast du nicht für umsonst gemacht. Dich für reinzureden? Klar. Ja. Er sucht jetzt den Schuldigen. Ich suche den Schuldigen. Es kann einer nur von uns Vieren gewesen sein. 3 Keeper und Trainer. Und ich habe gesagt, du warst es. Kolle wäre zu offensichtlich. Ben traue ich nicht zu. Aber du bist der Letzte. Punkt. Ja, Luis.
Nee. Das ist jetzt dein Los. Also ich habe damit auch nichts zu tun. Wir haben ja noch mal 3 Tage, wo du noch mal richtig abkürzen kannst.